Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, weil das so gut ankam, mache ich das einfach nochmal die Woche über zeigen, wie ich mich geschminkt habe und so. Wir fangen mit den Nägeln an. Ich habe eigentlich gedacht, der Lack würde mehr knallen. Ja, aber ich finde ihn trotzdem sehr schön. Das ist von Models Own die Farbe Beachback. Und Lisa meinte schon, also Bloomyberry, verlinke ich euch mal hier, meinte, dass die schon recht groß sind und ich habe auch gedacht, die sind kleiner. Also, das ist der Lack, Beachback. Ich habe bei Cambry bestellt und super zufrieden mit der Lieferung. Die Lacke sind super. Ich habe den ja noch in Neongrün. Moment, den zeige ich euch. Der hier. Ich muss sagen, dass die beiden ein kleines bisschen dick beim Auftrag sind, aber ja, wie ihr seht, man bekommt das hin und ja, ich bin super zufrieden. Im Gesicht trage ich heute nur Sleek-Produkte. Ich hole euch erstmal näher für die Augen. Heute trage ich die Sleek Garden of Eden Palette. Die sieht so aus. Es sind sehr viele Grüntöne und Lilatöne. Benutzt habe ich den Ton, den Ton, den Ton, den Ton und den Ton. Ich werde die euch mal swatchen. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle auf meinen Finger kriege. So, ich habe hier unten noch einen Ton geswatcht. Einfach, weil die sonst nicht auf meine Finger passen. Ja, das sind die Töne. Als Highlighter trage ich Peach Schimmer von der Sleek Glow Sache. Sieht so aus und da bin ich wirklich einmal mit dem Pinsel so komplett rein. Das ist dann diese wundervolle Farbe. Ich hoffe, man kann den jetzt gerade ein bisschen sehen. Und dann habe ich noch von Sleek die Blush by 3 Palette in Lace benutzt. Das sind die Farben und benutzt habe ich diese und das ist Crochet. Ist eben ein matter Ton. Ja, das trage ich heute auf den Wangen. Ich finde, dass ich in der Kamera manchmal ein bisschen fleckig aussehe. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Sonnencreme habe ich im Gesicht. Die soll eigentlich mattierend sein. Macht euch euer eigenes Bild. Sehe ich mattiert aus? Ich glaube nicht. Ja, das war Tag 1. Heute ist Montag, wie gesagt. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dann. Guten Morgen. Heute ist Dienstag. Und wie jeden Tag jetzt zeige ich euch, wie ich mich geschminkt habe. Und was ich auf den Nägeln habe. So, erstmal zu den Nägeln. Heute trage ich diese Farbe. Das ist Happy for Dessert. Dessert, wie auch immer. Von Essie. Sieht wunderschön im Fläschchen aus. Auf den Nägeln an sich eigentlich auch. Das Ding ist nur, ich habe gehofft, dass diese Farbe mit höchstens zweimal drüber lackieren auf den Nägeln ist. Ist leider nicht so. Wenn ihr den Lack lackiert, ist er erstmal sehr durchsichtig. Ich habe geschlagene 4 Schichten gebraucht, um dieses Ergebnis zu erzielen, was ein bisschen anstrengend ist. Ich habe hier auch... Moment, ich gucke mal, ob ich euch das zeigen kann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Vom Kissen so Abdrücke auf jeden Fall, weil er nicht ganz durchgetrocknet war. Ich meine, 4 Schichten, ne, Leute. Aber an sich ist das eine sehr schöne Farbe. Wenn ihr da kein Problem mit habt, könnt ihr euch das gerne kaufen. Das ist einer dieser Lacke aus dieser Bridal Collection. So, zum Make-up. Also ich trage im Moment wirklich gar kein Make-up mehr. Einfach, damit meine Haut besser atmen kann. Es ist warm, ich möchte braun werden und so weiter. Ich trage halt Highlighter und Rouge. Auf den Augen habe ich heute die Make-up Revolution Flawless Palette wieder mal. Und eben in so ein bisschen Grautönen diesmal eher. Man kommt sich so dumm vor. Achso, und auf den Wangen Highlighter und Rouge. Und hier diese leichten Rötungen, aber die kümmern uns jetzt erstmal nicht. So, das ist die Make-up Revolution Flawless Palette. Ich muss wieder vorsichtig sein, weil einer dieser Lidschatten ja leider kaputt ist. Ich habe den aber heute auch benutzt. Das ist die Palette. Und benutzt habe ich Buff, Angel, ich zeige die euch natürlich gleich. Dann Silver Smoke, das ist der, der kaputt ist. Das ist gar nicht so leicht. Und Café Noir. Diese Töne. Ja, und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Was sagt ihr denn dazu? Es ist halt sehr grau geworden, aber ich mag das. So, jetzt habe ich ein Problem mit einer Hand. Ich habe nämlich nur 2. So ein kleiner Insider mit mir und der lieben Lisa. Ja.
Lidschatten. Und auf den Wangen trage ich zum einen von Catrice ein Blush aus der Vienna LE und das ist das Floral Ornament Blush. Das sieht so aus, wobei ich hier nur die dunkle Farbe genommen habe. Ich kann euch ja einfach mal die helle Farbe noch daneben swatchen. Aber die ist mir irgendwie zu hell. Und als Highlighter habe ich von Kiko einen Lidschatten genommen und das ist die 208. Ist ein Dupe zum Estee Lauder Heatwave oder zum MAC Whisper of Guilt. Und ja, der ist richtig toll. Ein richtig tolles Gold. Und das trage ich heute auf den Wangen. Hier könnt ihr gerade so den Glow ganz gut sehen. Ich stehe ja auf Glow, ne? Ja, das war's auch schon wieder. Wir sehen uns morgen früh wieder und Donnerstag ist Feiertag. Ich freue mich sehr. Ja, bis dann. Guten Morgen. Es ist Mittwoch. Das heißt, morgen haben wir frei. Ist das nicht schön? So. Was habe ich gemacht heute? Auf den Nägeln habe ich ein Rot. Und wer hätte es gedacht? Von Essence aus meinem Shelfie. Das ist diese Farbe, das ist Juicy Love. Ach, ein ganz klassisches Rot eben. Und ja, I like. Und auf den Augen habe ich mal wieder die Urban Decay Naked Palette benutzt, die 1er. Es sieht, glaube ich, recht unspektakulär aus. Ich habe aber heute mal zwei Farben verwendet, die ich selten verwende. Ich zeige euch die Naked Palette nochmal. Und benutzt habe ich Sin und Sidecar. Dann habe ich noch benutzt Hustle und Gunmetal. Also, diese vier Farben. Vor allem das hier benutze ich eigentlich so gut wie nie, was schade ist, weil es eine schöne Farbe ist. Und diese beiden habe ich auch sehr selten benutzt. Natürlich swatche ich euch die ganze Geschichte noch. Also die Pigmentierung aus der Naked Palette ist Wum, wie ihr sehen könnt. Ja, das reicht auf den Augen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das immer orange auf meinen Wangen aussieht, aber ich habe tatsächlich pink auf den Wangen. Und zwar habe ich von Too Faced eines dieser Sweetheart Blushes benutzt in Something About Berry, die ja so süß aussehen. Und das ist die Farbe. Ich habe meins in Amerika gekauft. Ich weiß leider nicht genau, bei welchem Online-Shop man die sonst bekommt. Auf den Wangen habe ich außerdem den Highlighter von Revival de Loop, upsa, in Moondust. Und aus der Make-up Revolution Golden Sugar Palette, die so aussieht, diese beiden Töne. So, ich werde euch das jetzt swatchen. Das sind die beiden Töne aus der Make-up Revolution Palette. Ist da draußen irgendwie ein Vogel vorbeigeflogen. Und dann Moondust. Muss ich erstmal sauber machen. Da werde ich nämlich jetzt das Blush swatchen. Ich bin einfach mit dem Mitteleimer rein, darum werde ich das jetzt auch so machen. Und das ist die Farbe. Ja. So sieht das aus. Ich glaube, hier könnt ihr gerade ganz gut den Glow sehen. Ich stehe ja so auf diesem Glow, ne? Also ich habe jetzt auch recht viel verschiedene Highlighter heute drauf. Und wie gesagt, das sieht irgendwie orange aus, aber wie ihr seht, das ist diese Farbe. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ich habe heute einen Pullover angezogen. So, Montag war ja unglaublich heiß. Ich hatte so eine Tunika an, war mir viel zu warm. Gestern habe ich dann gedacht, okay, dann ziehst du heute nur ein T-Shirt an. Habe ich gemacht, ich habe mich totgefroren. So, ich bin heute mit Pulli unterwegs. Wir werden sehen, wie sich das gestalten wird. Ich hoffe, dass ich nicht schwitzen werde wie noch was. Und ja, morgen ist Wochenende. Wir gehen wahrscheinlich morgen nach Holland, das ist noch nicht ganz sicher. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Hallo. Wow, was ein Licht, oder? Das ist mal wirklich naturgetreu. Nicht dieses kühle irgendwas. Liegt daran, dass hinter mir die Sonne scheint. Also da hinten ist ein Fenster und da scheint die Sonne. Und endlich habe ich mal, glaube ich, gutes Licht. Ja, wollen wir hoffen, dass ich mich nicht irre, aber ich glaube, es ist ganz gut. So, wir gehen nicht nach Holland, weil da auch Feiertag ist. Ja, ich habe das irgendwie verplant. Ist ja logisch, ne? Auf jeden Fall gehen wir nachher grillen. Ich habe mich jetzt ein bisschen hergerichtet, also wieder nicht total spektakulär oder so. Kein Make-up,
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Make-up wird so für mich eher eine Winter-, Früher-, Frühling-, Herbst-Sache bleiben. Weil, weiß ich nicht, ich habe keine Lust, mir Sachen ins Gesicht zu klatschen. Und ja, ich würde es mal behaupten, dass ich das auch nicht unbedingt brauche. Klar habe ich hier diese Rötung, aber naja. Was habe ich auf den Nägeln? Ha, ihr werdet es nicht glauben, mein Essence-Lack. Und zwar ist das die Farbe Blue Bubble Die Blue. Ein ziemlich cooles Hellblau. Eine dieser The Gel Nail Polish-Dingern aus dem Shelfie. Und ja, schöne Farbe, oder? Also ich finde sie sehr frühlingshaft. Sie passt jetzt irgendwie farblich überhaupt nicht zu meinem Oberteil und zu meinem Make-up, aber was soll's, ne? Ich habe eine Nachricht bekommen. Hört mal näher. Habe ich ein wenig Gold, ein bisschen Rot, ein bisschen Braun. Oh, meine Augenbrauen machen hier irgendwie auch Faxen. Ich glaube, da muss ich nochmal drüber gehen. Aber der Lidschatten sieht so aus. Und benutzt habe ich die Weiß 3 Palette von Urban Decay. Weil sie ein Traum ist. Das tolle Teil hier. Ich zeige es euch nochmal. Und ich habe benutzt Sonic. Dann Lucky. Und dann noch Rain. Also diese drei Farben habe ich heute auf den Augen. Und mir gefällt das echt gut. Ich glaube, ich habe Sonic bis jetzt immer nur in Verbindung mit was habe ich denn Sonic verwendet? Wahrscheinlich Alchemy und Bondage und so. Also mit den beiden Tönen hier. Aber mit dem Gold, das gefällt mir echt gut. Und dann das Braun dazu. Also ich muss sagen, I like it. Wie findet ihr es? Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ja, das sind die Augen. Und auf den Wangen sieht das heute auch endlich mal nicht orange aus. Das ist nämlich auch dieses Problem mit diesem kühlen Unterton. Ich habe geschaut, ich kann im Moment noch nicht rausfinden, was ich da falsch mache mit meiner Kamera. Ich muss mich da echt mal einlesen. Ich trage als Blush einen Blush von Sleek aus der Blush by Three Palette in Pink Lace. Ich glaube, die habe ich in letzter Zeit auch recht oft getragen. Das ist diese Palette und benutzt habe ich, Moment, diesen Ton und das ist Pink Teenie. Moment, ich mache erst das andere auf, sonst kriege ich das wieder nicht hin mit einem geswatchten Finger. Und Highlighter-mäßig habe ich Albatross von NARS benutzt. Ja, der sieht hier jetzt nur weiß aus. Und wenn ich das swatchen werde, wird der auch auf dem Finger erstmal nur weiß aussehen. Ich versuche das aber gleich euch besser einzufangen. Das ist Pink Teenie. Ja, und die beiden Sachen habe ich heute auf den Wangen. So, ich versuche euch jetzt Albatross irgendwie noch schöner zu swatchen, dass ihr mal sehen könnt, dass es eigentlich nämlich total schön gold schimmert. Ich werde euch das hier so auf den Handrücken machen. Und ihr könnt trotzdem nichts davon sehen, verdammt. Ja, also es ist wirklich... Oh, wie kann ich euch das denn zeigen? Also wenn ich euch das jetzt hier zeige, vielleicht so ein bisschen golden... Ach ja, es kommt leider nicht so gut raus, aber wenn ihr mal die Gelegenheit habt, am NARS Albatross zu swatchen. Oh nein! Seht ihr, das passiert, wenn man swatcht. Jetzt habe ich hier Blush drauf. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, daran zu swatchen, das hört sich total bescheuert an, macht das auf jeden Fall. Es ist ein unfassbar schönes Gold. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt, ich glaube schon. Ja, mir gefällt das auf jeden Fall super gut. Und auch zusammen eben mit dem Pink Teenie hier. Ja, das ist mein heutiges Make-up. Wie gesagt, wir gehen gleich grillen. Und morgen muss ich nur bis 11:45 arbeiten, im Traum. Und danach treffe ich mich mit Maria. Das ist die liebe Fräulein Helene, verlinke ich euch hier mal. Und wir werden ihre Pflanzen zusammen einpflanzen. Und Samstag ist ein Ackertag. Ja, so, das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Hallo ihr Lieben, es ist Freitag. Ich komme schon von der Arbeit, das heißt, ich habe mich schon für 5 Stunden geschminkt. Ich wollte es heute Morgen nicht drehen, weil das Licht einfach katastrophal gewesen wäre. Es war noch recht dunkel, also wann bin ich aus dem Haus? Ich glaube, ich habe mich um 7 geschminkt. Ups. Ich habe mich um 7 geschminkt und bin dann um 7:30 aus dem Haus oder so. Ja, ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Nach 5 Stunden sieht das dann ungefähr so aus. Bisschen lila heute. Gefällt mir eigentlich ganz gut.
Die Wangen, der Highlighter ist noch am Start. Rouge weiß ich nicht so genau. Ich habe wieder diese Ohrringe an. Auf die Nägel vielleicht erstmal. Das ist ein ziemlich geiles Grün. Das ist Brazil Jungle, auch von Essence. Ich weiß, aber ja, ich muss sie jetzt im Moment ein bisschen testen, ne? Das ist die Farbe und ich finde sie ziemlich schön. Auf den Augen habe ich Lidschatten aus der Galaxy Chic Chic Palette. Wirklich eine meiner absoluten Lieblingspaletten. Maria, falls du noch überlegst, hol sie dir. Ich habe benutzt Milky Way, Cosmic, Moon und Pluto. Ja, das war meine Cousine. Liebe Grüße an der Stelle, falls du es siehst. Ja, das sind die Farben, die ich benutzt habe. Es ist sehr lila, wie ihr sehen könnt. Und eben auch auf den Augen dann. Das hier ist Pluto. Moon. Ich habe Moon gar nicht benutzt, Leute. Fällt mir da gerade mal ein. Ich habe gedacht, ich hätte Pluto benutzt. Habe ich aber gar nicht. Ich habe nämlich Neptun benutzt. Und das ist das Blau hier. Ich flaume. So, die Farben habe ich benutzt. Also, Pluto, Neptun, das ist Cosmic und das ist Milky Way. Jo, das sind die Farben, die ich benutzt habe. Und dann kommen wir noch schnell zu den Wangenprodukten. Ich muss nämlich los, ich treffe mich mit der Maria. Auch an dich liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe von MAC Lightscapade benutzt. Ich kriege dieses Teil irgendwie nie auf. So, oh. Fast runtergefallen. Fast runtergefallen. Das ist das Teil als Highlighter. Und von Makeup Revolution habe ich Loved Me The Best als Blush. Wobei ich glaube, das Blush hat sich schon recht verabschiedet. Nach 5 Stunden. Ach, geht doch auf. Also da habe ich voll reingedatscht. Ich habe damit ein bisschen Probleme, das aufzubekommen. Aber die Farbe ist der Hammer. Moment. Das habe ich auf den Wangen. Ich wünsche euch, ich wünsche euch keinen schönen Tag, weil morgen kommt ja noch was. Ich sage bis morgen und ja, tschüss. Hallo meine Lieben, es ist Samstag und Samstag heißt, ich bekomme meinen Acker. Ich kann es kaum erwarten. Das wird das letzte Video dieser Woche werden. Doch, dieser Woche. Weil, ne, Sonntag, ich werde den ganzen Tag auf dem Acker verbringen. So, was habe ich im Gesicht und auf den Nägeln? Auf den Nägeln habe ich... Von OPI, that's hilarious, I don't know, aber sehr schön, oder? Also ich finde den Lack richtig, richtig toll, der ist aus dieser Hawaii Collection. Und im Gesicht, heute stimmt das Licht irgendwie erstaunlicherweise auch wieder, obwohl die Sonne nicht scheint. Das gefällt mir natürlich sehr gut, ich hoffe es zumindest, auch wenn ich das nachher dann auf dem Laptop angucke. Ich trage seit langem mal wieder Make-up heute. Und zwar die Lumière Magique von L'Oréal. Die habe ich jetzt nicht dabei vergessen. Der Rest. Ich habe eine Sache vergessen. Ich muss das eben holen gehen. Ich habe vorhin übrigens mal gerechnet, wie teuer die Sachen sind, die ich im Gesicht habe. Es sind über 100 Euro. Krasser Scheiß, würde ich mal sagen. Ich fange an mit den Wangen. Hier mein Highlighter. Ja, ich weiß, ich habe ihn euch jetzt fast jeden Tag gezeigt. Naja, obwohl diese Woche wahrscheinlich nicht. Aber es ist der Peach Shimmer Highlighter von Sleek. Von dieser Glow-Reihe. Ich habe mich heute auf die oberen drei konzentriert hier. Ich kann die euch auch mal einzeln swatchen. Das sind die Töne. Und gemischt ist das der Ton. Ja, und ach, guckt euch das an. Ist das nicht ein absoluter Traum? So, und auf den Wangen habe ich von NARS Orgasm. Ja, auch ein All-Time-Favorite, weil er einfach so unfassbar schön ist. Einen Moment. Das ist NARS Orgasm. Ist eben diese schöne Farbe mit diesem goldenen Schimmer. Ich swatch euch das selbstverständlich noch. Ihr habt den bestimmt schon so oft gesehen. Der soll ja Rose Gold von Sleek soll ja dazu ein Dupe sein. Ich habe den nicht, weil ich NARS Orgasm habe. Und ja, den habe ich so ein bisschen auf die Wangen aufgetragen.
Nicht zu stark, einfach. Ich wollte jetzt heute nicht so krass geschminkt auf den Acker gehen, aber hatte irgendwie Lust, trotzdem mich zu schminken und deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. So, das waren die warmen Produkte und meine Nägel. Und dann kommen wir zu den Augen. Auf den Augen habe ich heute zum einen von MAC ein Paint Potch. Das ist die Farbe Constructivist. Und das ist diese schöne Farbe. Die habe ich eben als Base aufgetragen. Und dann habe ich noch die Naked Palette genommen, weil ich gedacht habe, das ist so schön dazu. Und die kennt ihr bestimmt auch alle. Die sieht so aus. Und da habe ich dann benutzt Smog und Toasted. Also, ich habe erst Constructivist auf das ganze Lid aufgetragen, dann habe ich Toasted genommen. Toasted habe ich drüber aufgetragen und dann habe ich Smog genommen für die Lidfalte. Und die drei dann zusammen. Ich habe so ein ganz kleines bisschen hier oben noch unter der Augenbraue Half-Baked genommen. Das ist einfach der Goldton hier. Wobei der eigentlich jetzt hier in diesem Make-up nicht wirklich zählt. Ja. Das sind die Farben. Ich liebe die Palette. Ja, Leute, das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich wieder so ein bisschen die ganze Woche über zu verfolgen. Und wie gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg gleich auf den Acker. Und ich werde heute wahrscheinlich noch nicht so viel da machen, sondern eher morgen. Aber ja, dazu wird es auch ein Video geben, falls euch das interessiert. Haltet die Augen danach offen. Ich nehme an, es wird spätestens am Montag hochgeladen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein wundervolles Wochenende und bis bald. Tschüss!